Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy VII. Ich muss zuallererst euch mal daran teilhaben lassen, was mich extrem unglücklich macht. Also ich habe jetzt im Moment, also ich sag mal für den gesamten Monat August, das Problem, dass ich eure Kommentare immer nur quasi in der übernächsten Folge umsetzen kann. Das heißt, die Kommentare, die ich jetzt noch mitnehmen konnte, sind die aus Part 6 für diese Aufnahme. Und mir ist so ein wirklich blöder Fauxpas passiert. Denn ich habe, und das werdet ihr wahrscheinlich schon viel früher erkannt haben, wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, ich habe nämlich vergessen, diesen blöden Apothekengutschein einzulösen und habe mich echt so grün und blau geärgert, als ich diesen Hinweis von euch gelesen habe, weil ich teilweise auch Empfehlungen von euch bekommen habe, wie ich das am besten einlösen soll. Und ja, das habe ich mir mal richtig derbe vergeigt, ne? Also anders kann man das jetzt hier leider nicht mehr sagen. Und ja, ich sehe jetzt hier nämlich auch die Möglichkeit, auch diesen Tipp habe ich nämlich häufiger von euch bekommen, mir einblenden zu lassen, wo ich hier Möglichkeiten habe, auf Ein- und Ausgänge quasi mir anzeigen zu lassen. Das funktioniert übrigens für die Leute, die das zukünftig gerne über die Steam-Version spielen möchten. Das geht über den linken Stick auf meinem Gamepad. Also wenn ich da einmal raufdrücke, dann bekomme ich das soweit angezeigt. Und ich habe mir noch ein paar weitere Notizen gemacht, aber das darauf werde ich dann im weiteren Spielverlauf so ein bisschen eingehen. Ja, wir hatten im letzten Part eine sehr turbulente ja, eine sehr turbulente Folge, wenn man so möchte. Wir sind aus den Fängen von Don Corneo geflüchtet aus dem Wall Market und warte mal, ich konnte doch hier vorhin auch in den Zug noch rein, da will ich auch sicherheitshalber nochmal nachschauen. Und ja, haben so nach diversen Verkleidungsspielchen von Clouds Seite aus, der sich ja als Frau verkleidet hat, uns in seine Villa sozusagen eingeschlichen. Und wow, wir haben hier neue Gegner. Leute, ich bin jetzt hier schon wieder total überfordert. So, wir haben hier Geist und hier den Glühen. Okay, ich bin schon wieder nicht so wirklich drin. Ich muss mich hier erstmal wieder ein bisschen warm kämpfen und einfriemeln und überhaupt. Ja, Eris, ich glaube, das ist dir nicht so ganz gut gelungen. Hä? Ach, der Geist existiert hier noch. Ach so, den können wir wahrscheinlich nur verletzen, wenn der gerade sichtbar ist. Mann, ich bin doch eigentlich immer noch bei meiner Willkommens-Einstiegsrede gewesen. Okay, das war jetzt gerade irgendwie blöd. Na gut, da muss ich gucken, dass ich das besser getimed kriege. Das heißt, Eris wird den jetzt einmal angreifen. Die anderen schicke ich dann jetzt auf den, auf diesen, wie hieß der nochmal? Den Glühen? Den Glühen? Wer kommt denn bitte auf so einen Gegnernamen? Aber da wird sich wahrscheinlich auch wieder irgendein System verstecken oder irgendeine Bedeutung verstecken, die sich mir jetzt so auf Anhieb wieder nicht erschließt. Und ja, ich glaube wirklich, Leute, die letzte Folge, das sind bisher meine absoluten Highlight-Szenen gewesen. Also wenn ich mich da jetzt nicht drüber so hätte ärgern müssen im Nachhinein, dass ich das mit dem Gutschein so vergeigt hätte, ja, dann muss ich echt sagen, dass das so eigentlich so mein absolut Lieblingsrundumpaket gewesen ist, aber im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Und was mich auch sehr beruhigt hat, muss ich sagen, ist die Tatsache, dass ihr mir bestätigt habt, dass es gut war, diese 5G von dem kleinen Jungen dort in der Schublade liegen zu lassen. Da bin ich echt erleichtert gewesen, aber gut, das lag auch irgendwo auf der Hand, ne? Also auch, wie gesagt, ich hatte das im letzten Part ja ebenfalls schon erwähnt, selbst wenn ich das jetzt nicht als Let's Play gezockt hätte, hätte ich dann das Ganze auch liegen gelassen. Hey, das erste Mal, dass ich hier ein Item finde in einem etwas verpixelteren Item, ne? Also in einem Gegenstand, sage ich mal, welches nicht als, oder welcher nicht als, ja, als Truhengegenstand oder andersgleichen gekennzeichnet ist. Ja, ich habe heute schon wieder so diverse Sprachstörungen. Ich hoffe, dass sich das jetzt im Laufe der Aufnahme ein bisschen verbessert. Was ich auch sehr interessant fand, war die Info, dass dieses komische Schildkrötenparadies-Plakat, was ich dort gefunden habe, auch im Zimmer von dem kleinen Jungen,
dass ich davon insgesamt 6 im ganzen Spiel antreffen kann oder finden werde und dass ich nach denen Ausschau halten soll. Also das hätte ich sowieso gemacht, aber ist gut zu wissen, dass es hier nicht einfach nur so irgendeine blöde Werbung war, sondern dass mir das womöglich vielleicht irgendwann nochmal irgendwie irgendwas nützen wird, aber da lasse ich mich auf jeden Fall gerne überraschen. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass ich irgendwann nochmal die Chance bekomme, in den Wallmarket zurückzukehren und das mit dem Gutschein, mit dem Einlösen dort irgendwie umzusetzen. Und ja, ich will gar nicht wissen, was ich jetzt darauf basierend alles für Nebenmissionen womöglich schon verpasst habe. Oh, was sind das denn für kleine Schnubbeltierchen? Greifkäfer, okay, ich bin ja absolut gar kein Freund von Käfern, aber ja, warum zauber ich jetzt ja eigentlich nicht in diesem Kampf? Können wir ja gleich mal nachholen. Ich meine, inzwischen haben wir ja schon recht viele Materia zusammen und können ich ja eigentlich auch aus dem Vollen schöpfen. Ich glaube, wir haben in diesem ganzen Let's Play auch noch kein einziges Mal auf so ein MP-Befüllungs-Item zurückgegriffen. Also da können wir jetzt im Moment noch aus dem Vollen schöpfen. Ja, also gegen Elektro sind die jetzt nicht so empfindlich. Ja, ich weiß, dass diese ganzen Blitzangriffe am ehesten gegen irgendwelche maschinellen Gegner sinnvoll sind und entsprechend viel Schaden austeilen. Aber es kann ja auch sein, dass so ein Blitzangriff auch bei so einem Käferchen Schmerz und Schaden verursacht, ne? Es sei denn, es ist wirklich nur auf bei Maschinengegnern wirklich sinnvoll. Also da habe ich bisher noch nirgendwo gelesen, dass das Hä, was will ich denn jetzt machen? Ich bin schon wieder total überfordert. Ich wollte ja eigentlich zaubern. Ja, Eris. Zauber. Achso, ich habe vergessen, jetzt nochmal auf Zaubern zu drücken. Ja, entschuldigt bitte, das ist schon wieder die anfängliche Verpeiltheit so. Und ja, wenn wir irgendwann mal eine Übernachtungsmöglichkeit kriegen würden, wäre das irgendwie mehr als toll. Warte mal, ich guck mal eben kurz, ob mir hier angezeigt wird, wie viel uns Ether jetzt zurückgibt an MP Jahrhundert. Nee, da warte ich lieber, bis Eris jetzt vielleicht auf 0 runter ist, damit sich das dann auch wirklich lohnt, weil genau 100 wäre jetzt bei jedem so ein bisschen Verschwendung, weil da immer hinten irgendwas noch ja, wegfallen würde. Und ja, da warte ich jetzt lieber noch einen kleinen Moment. Ich meine, die Gegner sind jetzt hier nicht so unglaublich schwer, dass ich befürchten müsste, hier drauf zu gehen, wenn ich jetzt nicht gleich das Ganze wieder voll maximiere. So, ich muss mal... Oh, Echo-Bombe. Okay, ich glaube, das Item sehen wir hier auch zum ersten Mal. Gleich mal gucken, was das letzten Endes bewirkt. Echo-Bombe hier. Ah ne, davon haben wir schon ein paar. Wann habe ich die denn gekauft? Kuriert Schweigen. Okay, Bombe klingt aber irgendwie so, als ob das eher so, ja, nicht so gesund ist für den Feind. Aber es handelt sich hier um ein Heilmittel. Da komme ich immer ein bisschen durcheinander, ne? Also wenn ihr euch jetzt denkt, so, hast du doch schon mal gelesen. Was hast du denn bitte für ein Gedächtnis? Ja, ist halt so, ne? Kann ich nichts gegen machen. So, hier will ich jetzt mal probieren zu zaubern. Warte mal, ich guck mal eben kurz, wie die hier Eis vertragen. Beziehungsweise, wenn die unsichtbar sind, vielleicht wirkt dann Eis auch. Ne, wartet mal, ich mach das mal so. Das war jetzt dumm. Ach, mein Negoja, ey, das war jetzt hier schon wieder total, total idiotenmäßig. Denn ich wollte nämlich mal gucken, das war eigentlich der Plan dahinter, ob wenn ich jetzt auf alle zaubere. Oh, toll, ja, jetzt erscheint der wieder. Ich wollte nämlich schauen, ob der im unsichtbaren Zustand vielleicht von Zaubern auch irgendwie Schaden nehmen kann. Ne? Obwohl, wenn ich das jetzt, warte mal, wenn ich jetzt mal schnell zaubere, dann müsste ich das ja jetzt überprüfen können. Denn, nee, okay, hätte ja sein können, dass die dann vielleicht nur immun sind gegen physische Angriffe und vielleicht trotzdem immer noch die Empfindlichkeit so Zaubern gegenüber noch da ist, aber dem ist nicht so. Oh, wir haben eine Geisterhand bekommen, was auch immer das letzten Endes bewirken soll, aber das kann ich mir ja direkt mal angucken. Geisterhand. Wäre schön, wenn wir vielleicht mal irgendwie mal ein Accessoire kriegen würden, denn darauf warte ich jetzt immer irgendwie noch hier. Geisterhand. Absorbiert MP des Gegners und das scheint auch ein ganz stinknormales Item zu sein. Das entnehme ich zumindest diesem komischen Beutel oder Sacksymbol hier.
Aber okay, vielleicht werden wir das irgendwann mal. Obwohl, eigentlich bräuchten wir das ja jetzt, ne? Wenn das so MP abzieht, da, ja, vielleicht werde ich das direkt auch mal anwenden. Dann spare ich mir nämlich die Anwendung eines Ethers. Obwohl wir vielleicht jetzt hier auch gleich wieder Ether finden, denn da haben wir ja schon gesehen, dass da schon wieder so ein weiteres Tränkchen auf dem Zug jetzt hier rechts von uns liegt und darauf wartet, mitgenommen zu werden. Und ja, nee, wartet mal. Ach nee, Tifa ist jetzt an der Reihe, okay. Kann gleich mal hier mit Eis zaubern. Oh, Eis heilt die Dinger, okay. Das habe ich, glaube ich, so in der Form auch noch nicht gesehen. Die absorbieren das direkt. Hätte jetzt irgendwie erwartet, dass Feuer jetzt hier ein bisschen mehr Schaden austeilt. Okay, kein Eiszauber mehr auf denen. Und dann, ja, ich glaube, hier brauche ich auch nicht großartig zu zaubern. Also Blitz hat vorhin, glaube ich, nicht so viel Schaden gegen die ausgeteilt. Und Feuer macht jetzt auch nicht so den Mega-Damage. Ich glaube, hier werde ich mich auf physische Angriffe beschränken und mir die MP vielleicht für Gegner aufsparen, die sich ein bisschen schwerer tun mit unseren Magieangriffen. So, das heißt, jetzt muss ich durch den Zug, um hier weiterzukommen. Den anderen Weg habe ich hier gerade nicht gesehen. Ach ja, Tatsache. Okay. Hä, und wie komme ich jetzt auf diesen Waggon rauf? Habe ich da jetzt irgendwas übersehen? Ich will da auf jeden Fall rauf. Ich werde diesen Ort hier nicht verlassen, bevor ich da nicht drauf war. Ja, so viel steht mal fest. Es sei denn, ich nehme jetzt hier wieder irgendeinen Ausgang und der schmeißt mich dann wieder direkt raus, ohne dass ich das möchte. Hä? Okay, wartet mal. Ich muss mal eben ganz kurz nochmal zurücklaufen. Das wird jetzt vielleicht wieder den ein oder anderen zusätzlichen Zufallskampf triggern, aber ich möchte gerne dieses Tränkchen da oben haben und. Hä, hallo? Ach, das ist gar nicht da oben. Oh, ich habe ja schon wieder so ein. Meine Güte, ey. Bin ich heute ganz ausgeschlafen. Ich weiß auch nicht, worin das begründet liegt. Wahrscheinlich ist das einfach so ein ungewohnter Zustand, ja, weil Nigoya irgendwie so selten ausgeschlafen ist. Und ja, das verwirrt meinen Körper jetzt wahrscheinlich, dass ich jetzt hier am Aufnehmen bin, obwohl ich eigentlich viel zu fit dafür bin im Vergleich zu sonst. Okay, ich weiß jetzt nicht, wo der richtige Ausgang ist oder wo der richtige Weg ist. Ich habe da hinten aber noch einen Trank gesehen und den möchte ich mir dann doch auch gerne mitnehmen. Cloud hat gleich wieder die Möglichkeit, seine Limit-Attacke anzuwenden. Wobei ich mir immer noch nicht so ganz sicher bin, ob ich das dann auch direkt anwenden möchte. Denn ich muss ja mal so sagen, wenn ich so ein bisschen Revue passieren lasse, wie die Bosse hier bisher immer so getriggert worden sind, beziehungsweise uns konfrontiert haben, das war nicht immer absehbar. Ja, also die sind größtenteils wirklich sogar verhältnismäßig überraschend gekommen, wie ich finde. Und so wirklich mental darauf vorbereiten hätte man sich da nicht können. Ach so. Ach nee, hier bin ich richtig. Schaut mal, hier wollte ich nämlich auch hin. Aber das wird wahrscheinlich auch der richtige Weg sein, oder? Oder muss ich oben über den Zug dann weiter? Nee, hier komme ich weiter. Wäre ich über das Zugdach auch weitergekommen? Ich habe da links schon wieder einen Trank gesehen. Wartet mal eben kurz. Ich muss mal gucken, nicht, dass ich da. Nee, aber eigentlich dürfte ich da nicht weiterkommen. Ich will das jetzt einfach der Vollständigkeit halber einmal kurz ausprobieren. Ich bitte da um Nachsicht, deswegen sind die Parts ja auch immer so lang. Also ihr könnt die Kämpfe, falls die euch nicht interessieren, natürlich auch ein bisschen vorspulen. Ich werde jetzt hier. Ach, gucken wir uns mal den Klingenstrahl an. Ich weiß gar nicht, habe ich den überhaupt schon mal angewendet? Ich bin irgendwann, als ich den Klingenstrahl freigeschaltet habe, wieder auf die Mutattacke aus. Wow, okay. Greift offensichtlich mehrere Gegner an. Das ist ja cool. Ich glaube, den haben wir so noch nicht gesehen. Also ich kann mich irgendwie jetzt so rein von der Optik her nicht mehr dran erinnern. Aber ja, gut, dass wir den jetzt mal gesehen haben. Ich hoffe einfach, dass wenn ich das jetzt wieder häufiger anwende, dass mir dann auch noch andere schöne Limit-Attacken freigeschaltet werden. Ach, über den Zug komme ich gar nicht rüber. Ist mir vorhin schon wieder nicht aufgefallen, aber das geht ja irgendwie häufiger so, ne? Also ich bin ganz ehrlich der Meinung, dass wenn ich nicht aufnehmen würde, dass ich wahrscheinlich sowieso noch nicht mal bei der Hälfte von dem, ja, von, oder dass ich. Oh, ich habe heute aber auch Schwierigkeiten, meine Sätze hier irgendwie richtig zu formulieren. Da wäre ich wahrscheinlich gerade mal bei der Hälfte von dem, was ich bisher hier schon durchgespielt habe. Irgendwie so wollte ich das eigentlich sagen. So, und dieser Zug, den ich da hinten gerade gesehen habe, der war schon wieder so etwas, ja, etwas schärfer
visualisiert. Das heißt, wenn ich den betrete oder mich dem nähere, dann werde ich wahrscheinlich die Story jetzt hier auch voranbringen. Grund genug, mir hier mal etwas genauer die Umgebung anzugucken. Haben wir jetzt hier neue Gegner? Nee, okay, hätte ja sein können. Weil wir jetzt das Gebiet eigentlich grob gesehen jetzt hier ein bisschen, also nicht direkt verlassen haben, aber wir haben jetzt hier eine andere Ecke davon betreten. So, wir zaubern jetzt einfach mal auf die Kollegen, die da im Wow, okay, die sind definitiv feuerempfindlich. Das muss ich mir mal auf die Fahne schreiben, genauso wie ich mir auch im Hinterkopf behalten sollte, dass ich nach diesem Kampf, okay, das war blöd, hätte ich eigentlich wissen müssen, dass der jetzt verschwindet, nachdem wir den einmal angreifen. So, jetzt können wir aber wieder. So, und der müsste auch gleich hinüber sein. Ja, sehr schön. Gut, der gute Cloud könnte auch mal ein bisschen Heilung vertragen, wird aber hoffentlich die nächsten Kämpfe noch ohne Probleme überstehen. Die gute Iris hat gerade ein Level abbekommen. Und bevor ich es vergesse, ach nee, ich wollte ja dieses andere Item, wollte ich ja nehmen, dieses, wie hieß das doch gleich? Wartet mal, ich guck mal eben kurz nach. War das die Geisterhand? Ja, absorbiert MP des Gegners. Das probiere ich jetzt im nächsten Kampf mal. Ich darf das nur nicht vergessen. Und ich hoffe, dass alle jetzt auch überleben. Und ich hoffe vor allen Dingen, yay! Und da bekommen wir schon wieder ein Äther. Das nenne ich doch mal super. Also sobald ich mehr als 10 davon habe, werde ich die auch ohne irgendwelche Gewissensbisse auch anwenden können und da nicht mehr so knauserig sein, was die Verwendung anbelangt. Aber im Moment, weiß ich nicht, denke ich mir immer so, naja, hebst du dir mal für Notfälle auf, ne? Ich bin ja sowieso immer total der Jäger und Sammler in Videospielen. Also ich horte unglaublich gerne ganz, ganz viele Items und sammle gerne so viel, wie nur geht, ja? Und hasse deshalb Spiele, also naja, ich hasse dann nicht das komplette Spiel, aber ich mag es nicht, wenn man, da so eine Inventarbegrenzung hat. Da kriege ich ja direkt Plack, das ist so ein Ding, womit ich mich überhaupt gar nicht anfreunden kann. So, gucken wir jetzt mal, Geisterhand. Hoffentlich habt ihr überhaupt ein paar MP für mich, beziehungsweise für die gute Eris. Und dann bin ich mal gespannt, das will ich mir mal kurz angucken. Ja, 16 MP ist jetzt nicht so die Mega-Ausbeute, aber wird uns für... Ja, ich würde mal sagen, 2, 3 Kämpfe ganz gute Dienste erweisen, beziehungsweise für die ein oder andere Heilung, die ich jetzt demnächst noch anstoßen muss. Wow, okay. Das hat gerade mordsmäßig wehgetan. Also, dass sie jetzt auch den Eiszauber beherrschen, wusste ich so nicht. Aber das war ein mehr als geglückter Warnschuss. Das muss ich jetzt natürlich irgendwie immer mit einberechnen, ne? Wenn wir gegen diese Viecher kämpfen. Das heißt, ich werde jetzt mal etwas großzügiger Heilung verteilen. Einmal hier für Iris und einmal auch für Cloud. So. Mann, jetzt ist sie fast schon wieder mit ihren MP runter. Wisst ihr was? Ich glaube, ich werde ihr sicherheitshalber mal jetzt doch ein Äther geben, weil mir das dann doch ein bisschen zu heikel ist, wenn ich mir vorstelle, dass wir jetzt vielleicht doch so mir nichts, dir nichts irgendwie vielleicht uns einem Bosskampf gegenüber gestellt sehen. Das wäre dann auf jeden Fall extrem, ja, extrem uncool. Und ich sehe auch gerade, wir haben jetzt hier mehrere Waggons. Hallo? Ich wollte eigentlich jetzt... Hallo? Okay, irgendwie komme ich hier mit dem Blickwinkel noch nicht so klar, aber der hüpft da immer munter von Waggon zu Waggon, obwohl ich eigentlich jetzt hier mich erstmal umschauen wollte. So, dann gehen wir mal hier erstmal auf den Geist los. Genau, dann kann ich jetzt nämlich erstmal mir den hier zur Brust nehmen. Ach, wartet mal, ich wollte doch eigentlich ein bisschen zaubern wieder mal. So, nehmen wir mal wieder ein bisschen Feuer, auch wenn die jetzt nicht so viel Schaden dadurch fressen. Ah, wäre eigentlich klüger gewesen, wenn ich den Geist dahinter angegriffen hätte damit. Aber das können wir ja jetzt immer noch tun. So, und ich glaube, egal wer jetzt diesen Feuerzauber loslässt, die sind so oder so immer hinüber. Egal, ob die in der ersten oder in der zweiten Reihe stehen. Probleme dürften wir uns nicht machen, solange wir auch noch ein paar MP unser eigen nennen können. So, ich muss mal eben gucken. Ich hatte mir irgendwie so ein paar Sachen noch aufgeschrieben aus dem letzten Part oder aus den Kommentaren vom Part 6.
Nee, okay, ich muss mal gucken, wenn ich das nächste Mal kämpfe. Ja, ich kann das immer nicht so auf Zettel gucken und gleichzeitig zocken. Das überfordert mich dann irgendwie immer ein bisschen. Und bei rundenbasierten Kämpfen ist das immer ein bisschen einfacher, weil dann kann ich den immer... Nein, ich wollte doch unten noch gucken. Achso, ich bin wahrscheinlich sowieso in den falschen Zug eingestiegen. Sah zumindest so aus. Wow. Hoffentlich haben wir jetzt keine schwerwiegenden Verletzungen davon getragen. Also ich fand das gerade irgendwie ein bisschen komisch, wie wir da einfach so gegengefahren sind, aber okay. So, was machen wir denn hier Schönes? Ich würde sagen, das könnte jetzt echt eine knifflige Angelegenheit werden, denn die sind schon recht gefährlich. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass drei von denen jetzt hintereinander weg ihren Eiszauber auf uns loslassen, dann ist das irgendwie alles andere als witzig. Wow, ich glaube, das sind momentan echt die stärksten Gegner von allen. Also die Geister, die sind zwar ein bisschen nervig so, wegen dem, ja, könnt ihr vielleicht mal den in der ersten Reihe angreifen. Meine Güte, eher so ein bisschen eins und eins zusammenzählen müsst ihr auch schon irgendwie können. Das erwarte ich mir doch irgendwie ein bisschen, wenn man weiß, dass ihr ja nicht erst seit gestern hier am Kämpfen seid, aber gut. Wow, ich bin echt gespannt, auch wenn ich jetzt Aeris wieder so sehe. Aeris, sorry, jetzt bin ich schon wieder in mein altes, falsches Aussprachemuster verfallen. Guck mal, wir haben jetzt einen Gravi-Ball. Das hatten wir aber definitiv noch nicht, da muss ich gleich mal schauen. Ich muss mal gucken, dass ich nicht vergesse, was ich eigentlich gerade eben noch sagen wollte über Aeris. So, Gravi-Ball, wo bist du? Demi-Zauber. Kann ich jetzt nicht einordnen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also selbst wenn ich jetzt an andere Final Fantasy-Teile zurückdenke, muss ich sagen, nee, da macht's leider nicht Klick, wenn ich ehrlich bin. Ah, ja, okay. Dieser Zug soll also wahrscheinlich gar nicht dazu führen, dass wir hier wegfahren mit dem, sondern einfach nur die anderen Züge ein bisschen verschieben. Also hier nach rechts komme ich jetzt nicht weiter. Aber wir werden mit Sicherheit jetzt über die Waggons irgendwo einen Ausgang finden. Wow, wer bist du denn? Eligor. Oh, du klingst mächtig. Dich möchte ich bitte gerne anzaubern. Ich hoffe, du verträgst kein Feuer. Hier, friss mal eben das. Ich hoffe, dass du jetzt irgendwie verbrennst. Ich wollte gerade sagen, dass deine langen Haare Feuer fangen. Aber irgendwie ist das für mich nicht so ersichtlich, ob der jetzt lange Haare hat oder was das überhaupt darstellen soll. Das erschließt sich mir noch nicht so ganz. Aber ich werde jetzt hier immer munter vor mich hinzaubern. Gucken wir mal, wie ihm Blitz schmeckt. Auch wenn das jetzt eigentlich auf alle gehen würde, aber ja, okay. Ich meine, ist ja ein Standardgegner, ne? Wäre jetzt auch ein bisschen krass gewesen, wenn der jetzt irgendwie weitaus mehr noch vertragen hätte und sonderlich viel Erfahrungspunkte hat er uns auch nicht dagelassen. Muss ich mal ein bisschen meckern, ne? Sonderlich viel war das jetzt nicht, obwohl der recht viel auch eigentlich so gefressen hat. So, ein Kampf noch mit Cloud oder beziehungsweise den ein oder anderen Zauber noch mit Cloud und dann werde ich ihm auch mal ein Ätherchen spendieren. So, und wie geht's jetzt weiter? Ach, jetzt muss ich wahrscheinlich mit dem anderen Waggon weiter nach vorne. Würde ich mal schätzen. Ja, einen anderen Weg habe ich ja jetzt hier im Moment auch nicht. Nee. Ah doch. Okay, ich sehe, was das jetzt bewirkt hat. Weil jetzt muss ich da wahrscheinlich einmal ganz geschwind rüberhopsen. Und dann kommen wir... Ach ja, schaut mal übrigens hier. Unten rechts Eisenbahnfriedhof, ne? So heißt der Ort, an dem wir uns gerade befinden. Ist euch vielleicht vorhin schon aufgefallen. Oder vielleicht kennt ihr diesen Ort schon. Aber das wollte ich vorhin auch nochmal kurz, beim Namen benennen. Oh, ich weiß, wo ich bin. Hier war ich ganz am Anfang. Ich glaube, das war in Part 2. Wo ich schon hier über die ganzen Waggons geklettert bin und mich gefragt habe, was das zu bedeuten hat, warum der eine so verpixelt ist und der andere ein bisschen schärfer ist und überhaupt. Und ja, alles klar, da schließt sich der Kreis. Und ich habe nicht vergessen, dass ich was über Aeris sagen wollte. Ich will nur erstmal gucken, ob hier jetzt vielleicht irgendwas passiert. Ich habe Gerüchte gehört, dass die Platte bald herabstürzen und den Bahnhof, in dem ich all die Jahre gearbeitet habe, unter sich begraben soll. Aber ich kann unmöglich hier fortgehen. Okay. Welche Platte er auch immer meint. Oh, jetzt muss ich mal eben kurz meine Nase kratzen. Die juckt gerade irgendwie. Beziehungsweise... Nein, jetzt habe ich schon wieder auf den A-Knopf gedrückt. Ja, Nase kratzen und hier gleichzeitig irgendwie Pad in der Hand halten ist wahrscheinlich nicht so die beste Idee. Na gut, dann gehen wir mal zurück und gucken, ob sich hier zwischenzeitlich irgendwas geändert hat.
Oh, okay. Wir haben es geschafft. Der Pfeiler steht. Warte, hörst du was über uns? Schüsse? Oh, oh. Okay, ich glaube, das wird der nächste Weg, den wir jetzt hier beschreiten werden müssen. Habe ich, als ich beim ersten Mal hier schon hochgeguckt habe, so ein bisschen an den Treppen hier vermutet. Also wenn das jetzt überhaupt stimmt. Ja, aber irgendwas schießt da und da sind Leute. Kennen wir die? Ist das Wedge? Ich glaube, ich erkenne Wedge. Und da ist, glaube ich, Biggs auch. Nee, das ist Jesse. Jesse. Wow, was tust du da? Nein. Oh, Backe, ey, den Sturz, den kann er unmöglich überlebt haben. Wedge, alles in Ordnung? Oh ja, du weißt noch meinen Namen? Barrett ist da oben. Hilf ihm. Ah, Goya, ich war dir keine große Hilfe. Es tut mir leid. Oh nein. Ich laufe hoch. Eris, du passt auf Wedge auf. Eris, tu mir einen Gefallen. Ich habe eine Bar in dieser Gegend. Sie heißt Siebter Himmel. Da ist ein Mädchen, Marlene. Keine Sorge, ich bringe sie in Sicherheit. Hier ist es gefährlich. Alle müssen vom Pfeiler weg. Schnell. Alle müssen raus aus Sektor 7. Oh nein. Okay, ich kann mich wieder bewegen. Kann ich hier noch mit euch reden, Leute? Kommen hier Zufallskämpfe. Keine Panik. Ich kümmere mich darum. Das ist echt lieb, ey. Gut, dass wir Eris mitgenommen haben. Goya, Goya. Du musst jetzt gehen. Sonst ist Barrett... Ja, okay. Ich wollte nur noch mal gucken. Ja, ich wollte es einfach zweimal hören, weil ich auch immer die Leute generell zweimal anquatsche. So meckert sie hier auch. Ja, wahrscheinlich schon. Okay, ist ja auch alles gerechtfertigt. Hallo, ich meine, wenn das jetzt kein Videospiel wäre, würde ich ja auch hier nicht versuchen, die ganzen Wege noch mal abzulaufen. Was macht ihr beide hier? Hör mal, ich tue hier meinen Job. Ich muss bis zur letzten Minute hier bleiben. Ich schätze Männer mit ausgeprägtem Pflichtbewusstsein. Ich würde gerne bei dir bleiben. Wow, ey, Leute, habt ihr gerade nicht irgendwie andere Probleme oder so? Wow, ey, da flirten die hier einfach vor meinen Augen oder was? Ich fasse es ja nicht. Ah, oh, der Pfeiler geht ja hin. Ich habe Angst, aber ich bleibe wegen dir hier. Ach so, ach, das ist ein Händler. Na gut, dann gucken wir mal, ob wir uns hier irgendwie noch weiter behelfen können. Leider immer noch kein Äther zum Einkaufen. Zelt habe ich bisher nicht gebraucht. Ja, wir können mal zwei Beruhigungsmittel kaufen. Ich kaufe das alles mal wieder auf 5 nach oben. Ja, ein Gegenmittel nehme ich noch mit. Trank haben wir noch und nöcher. Das brauche ich jetzt erstmal nicht. Wenn die Sache zu haarig wird, hauen wir hier ab. Sowas passiert nicht alle Tage. Ja, also ich hau definitiv nicht ab. Ich möchte das hier definitiv irgendwie jetzt zu Ende bringen und meinen Freunden hier helfen. Also Freunde in Anführungsstrichen. Ich weiß nicht, wie Cloud dazu steht. Okay, das wird meine letzte Aktion. Lauf schon. Hätte mir niemals träumen lassen, dass sowas passiert. Ich werde gleich morgen kündigen. Wow, das ist aber echt ein Mensch, der von nicht allzu viel Ehrgeiz gepackt ist. Ah, hilf mir, mein schönes Plätzchen. Okay. Gut, alles klar. Wir haben ja nochmal die Möglichkeit zu speichern, was ich doch sehr begrüße, muss ich sagen. Und dann stürmen wir auch gleich weiter nach vorne und gucken, ob wir hier rechtzeitig kommen. Ich hoffe, dass wir hier keinen Zeitdruck haben. Aber das Spiel visualisiert uns den Zeitdruck ja immer. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass solange ich hier keine Anzeige sehe dahingehend, dass ich mich auch nicht irgendwie beeilen muss. Nein, ich wollte nicht nochmal in den Speicherpunkt reinlatschen. Und zweimal sowieso nicht. So, gucken wir jetzt nochmal, ob wir hier irgendwo hin können. Nein, wahrscheinlich nicht, aber sicher ist sicher. Huch, jetzt habe ich irgendwie total die Treppe verpasst. Ja, so weit kommt es schon. So, und einmal ganz fix nach oben. Oh Gott, was ist mit ihm denn los? Goya, dir ist es also egal, was passiert mit dem Planeten. Du bist verletzt. Danke, Goya. Sorg dich nicht um mich. Barrett, sorg dich nicht um mich. Geh und hilf ihm. Wow, ey, ich habe jetzt keine Lust, dass unsere ganze Avalanche-Truppe irgendwie jetzt hier total drauf geht. Nee, also hier bringe ich es absolut nicht übers Herz, die erste Gesprächsoption auszuwählen, denn wenn Biggs jetzt hier drauf gehen sollte, dann würde ich das mit meinem Gewissen absolut nicht vereinbaren können, wenn er jetzt hier mit einem total negativen Eindruck hier rausgeht.
Wow, okay, also das sind hier gerade echt dramatische Szenen, aber ich muss trotzdem jetzt einfach mal wieder lobend hervorheben, wie geil das hier alles schon wieder optisch gemacht ist. So, Propeller, was haben wir hier? Luftkombatant, ah, so, ist das eine Maschine? Das ist, glaube ich, eine Maschine, ne? Ich hätte ja wahrscheinlich jetzt wieder Blitzangriff nehmen können. Wow, immerhin sind unsere MP wieder befüllt. Ich guck mal eben kurz, was jetzt Eis bewirkt. 99, okay. Gucken wir mal, ob wir mit dem Blitzangriff von Cloud gleich noch eins oben drauf setzen können. Ich hoffe das einfach mal. Denn die Gegner sind hier irgendwie schon ganz schön unbequem, wenn ich ehrlich bin. Ja, also gerade wenn wir hier mehrere Gegner haben, dann ist der Blitzangriff, denke ich mal, auf jeden Fall sinnvoller. Auch wenn jetzt der Eiszauber von Tifa weitaus mehr Schaden ausgerichtet hat. Naja gut, weitaus ist jetzt auch ein bisschen übertrieben. Also so groß ist der Unterschied jetzt auch nicht gewesen. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir die hier eher nicht in einzelner Ausführung finden werden, sondern die werden höchstwahrscheinlich hier auch in Gruppen angreifen. Ich bin mal gespannt, wie viele AP wir jetzt von denen bekommen. Müsste sich eigentlich lohnen, hoffe ich doch. Ja, 120 ist auf jeden Fall ordentlich. So, und einen weiteren Trank. Gut, wir haben jetzt Eris als Heilerin auch nicht zur Verfügung. Das heißt, ich werde jetzt wahrscheinlich des Öfteren auch auf Heilung zurückgreifen müssen. Ich könnte jetzt die Materia zwar nochmal umbasteln, aber das möchte ich gerade erstmal nicht. Goya, ich bin froh, dass ich mit dir sprechen konnte. Ein letztes Mal. Sag nicht letztes. Oh Mann, ey. Das ist... Okay. Wegen unseren Taten starben viele Leute. Wahrscheinlich ist das unsere Strafe. Nein, ey. Hallo, Leute. Ey, ihr kommt hier schon irgendwie über die Runden, oder? Okay, sie sagt nochmal das Gleiche. Ja, auch hier werde ich mich jetzt nur auf diese eine Redeoption einpendeln. Das könnte ich ansonsten mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Wow, okay. Wir sind, so wie es aussieht, ganz oben angekommen. So, was kann ich hier machen? Barrett ist auf jeden Fall da. Ich wollte mal eben gucken, ob ich an den Maschinen hier vielleicht irgendwas rütteln kann. So, jetzt starten wir mal direkt mit einem Blitzangriff hier rein. Um das Ganze dann hoffentlich etwas abzukürzen. Mit Tifa werde ich jetzt erstmal nicht zaubern, weil ich glaube, wenn Cloud einmal einen Blitz loslässt und wir danach einmal angreifen, dass sie dann sowieso tot sind. Da brauche ich dann... Ja, vorausgesetzt natürlich, dass die treffen, ne? Hallo? Liebe Leute, habt ihr gerade irgendwie eine Zustandsveränderung, von der ich gerade nicht so wirklich was mitbekommen habe? Oder warum haut ihr gerade hier alle im Kollektiv daneben? So, geht doch. Okay. Tifa hat es leider nicht geschafft, mit einem Schlag den Gegner aus dem Weg zu räumen. Okay, offensichtlich auch Cloud nicht. Das finde ich gerade irgendwie nicht so cool. Das heißt, ich werde jetzt hier nochmal zaubern. Ach so, das geht ja nicht mehr auf alle. Oh, Nigoya, du bist hier schon wieder echt nicht so mit Grips gesegnet. Aber gut, den Rest, den werden wir dann definitiv so ausführen. Und mit der Limit-Technik warte ich jetzt erstmal. Ach so, dann kann ich gar nicht mehr normal angreifen. Auch gucken wir mal, was Raub jetzt bewirkt. Und? Konnte nichts stehlen. Ja, schade eigentlich. Das habe ich irgendwie jetzt total vergessen, dass wir das ja inzwischen auch können. Aber dass sie dann nicht mehr normal angreifen können, wenn die Limit-Attacke aktiv ist, das finde ich jetzt ehrlich gesagt irgendwie ein bisschen uncool. Aber ich spekuliere natürlich irgendwie drauf, dass wir jetzt hier vielleicht demnächst noch einen Gegner, so einen Endgegner oder so antreffen könnten. So, warum kann ich mit dem hier am Boden nicht sprechen? So, gucken wir mal, was wir für Barret tun können oder auch nicht. Tifa, Goya, ihr seid gekommen! Vorsicht, sie greifen vom Hubschrauber aus an! Macht euch besser bereit, bevor sie mit voller Kraft loslegen. Drücke die Menütaste, um das Menü aufzurufen. Drücke die OK-Taste, wenn du fertig bist. Okay, danke für diesen Hinweis. Hier sind sie! Hä? Okay, wirklich eine Chance hatte ich jetzt nicht irgendwie zu reagieren. Aber ich glaube, großartig was machen würde ich jetzt eh nicht. Außer vielleicht nochmal Heilung spendieren oder so. Du bist zu spät, wenn ich erst diese Taste drücke. Das ist alles, Leute. Mission erfolgreich abgeschlossen. Wir müssen sie entschärfen. Goya, Barrett, bitte. Ich kann das nicht zulassen. Niemand darf Reno und den Turks in die Quere kommen. Wow, okay. Also, wie mich jetzt meine Intuition auch irgendwie schon vorgewarnt hat. Wir haben Barrett jetzt im Kampf mit drin. Alles klar. Dann greifen wir mal direkt an. So, die Limit-Attacke einmal ganz kurz konzentrieren. Mist, ey, jetzt habe ich Reno versucht, sie zu durchbrechen. Was? Okay, ich bin gerade schon wieder überhaupt nicht multitasking-fähig. Ich gucke jetzt einfach mal, wie er das hier verträgt.
Wow, ich glaube, ich muss mich jetzt hier, dadurch, dass keiner die Heilenmaterie hat, werde ich mich jetzt hier wahrscheinlich auch nur auf Itemheilung verlassen müssen. Was mir natürlich alles andere als gut schmeckt, aber okay. So, wartet mal, Goya, Feuer, wir gucken mal, wie er jetzt Blitz hier irgendwie annimmt. So, oh, warum hat er denn Tifa jetzt mit angegriffen? Elektromagnetischer Stock oder was? Oder wie, okay, ich bin jetzt gerade etwas verwirrt. Okay, das ist mir jetzt schon wieder alles hier etwas zu durcheinander. So, warum hat sie denn jetzt ihre Limit-Attacke? Was hat denn vorhin jetzt wieder nicht geklappt? Irgendwas war gerade mit Tifa ganz komisch. Irgendwie war sie gerade nicht so... Sie hatte gerade so ein komisches Dreieck um sich herum und ich weiß nicht, womit das zusammenhing. Wow, okay, der hat... Jetzt hat Cloud dieses komische Dreieck um sich herum. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das jetzt im Einzelnen bewirkt. Da habe ich vielleicht irgendeine Mitteilung oder so übersehen. Aber ich werde jetzt einfach mal lustig weitermachen, so als ob nichts wäre. Und einfach mal gucken, wie weit wir damit kommen. So, Barret kann einmal angreifen. Ich werde jetzt mal mit Tifa in der nächsten Runde mal versuchen, jetzt hier den guten Cloud zu heilen. Hoffentlich gelingt das. Ich hoffe, dass dieses Dreieck jetzt die Heilung nicht in irgendeiner Form unterbindet. Hä? Okay, der hat jetzt gerade wirklich keine Heilung bekommen, oder was? Hä, gegen irgendwas ist er gerade immun und der kann jetzt auch gerade irgendwie nicht, nicht zu stehlen. Schade eigentlich. Ja, wie kann ich ihn denn heilen? Ich weiß, wenn ich wüsste, was für eine Zustandsveränderung das ist, dann würde ich das jetzt eventuell auch mal probieren. Kann ich das hier vielleicht Pyramide A? Okay, kann ich die jetzt irgendwie angreifen oder so? Ich habe gerade irgendwie... Irgendwie bin ich gerade ein bisschen überfordert. Jetzt kommt noch eine andere Pyramide ins Spiel oder was? Das finde ich gerade irgendwie... Okay, das ist gerade echt uncool. So, irgendwas... Ich versuche jetzt einfach mal auf gut Glück, hier die Pyramide anzugreifen. Vielleicht komme ich da ja irgendwie durch, auch wenn ich Gefahr laufe. Nee, okay, die Pyramide kann ich zerstören. Alles klar, dann weiß ich erstmal Bescheid. Gut, dass ich das jetzt ausprobiert habe. Ich habe schon wieder befürchtet, dass ich jetzt hier irgendwie so einen halben Suizid begehe. So, Barret wird jetzt bitte einmal hier auch Tifa befreien. Ich hoffe, dass das... Nee, es hat Tifa... Nee, hat sie gerade Schaden gefressen? Okay, ich kann mich irgendwie nicht auf mehrere Sachen gleichzeitig konzentrieren. Aber wenn ich eine Sache weiß, dann ist das, dass ich Cloud jetzt schnellstmöglich mal heilen sollte. Und das klappt jetzt hoffentlich auch. Ja, sehr schön. Und jetzt kommt der Klingenstrahl, der hoffentlich ordentlichen Angriff auch jetzt austeilen wird. Vielleicht sogar den letzten? Hm, nee, leider nicht. Okay, das ist auf jeden Fall... Reno, es ist Zeit. Oh, oh. Oh, 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 oh. Ich habe gerade irgendwie das Bedürfnis, mich zu heilen. Warum haut er denn jetzt ab? Okay. Das scheinen wir irgendwie geschafft zu haben, auch wenn ich gerade ein sehr ungutes Gefühl habe, weil wir ihn leider nicht komplett aus dem Weg räumen konnten. Aber... Oh, oh. Hä? Hat er gerade Tifa zum Drehen gebracht? Okay. Hoffentlich kriegen wir das jetzt irgendwie noch gebacken. Ich habe keine Lust, dass er hier flüchtet. Ich möchte nicht nochmal gegen ihn kämpfen. Der war irgendwie ein blöder, unbequemer Gegner. Achso, ich kann mich bewegen. Okay, ich dachte, da passiert jetzt irgendwie was. Verdammt, es ist eine Zeitbombe! Ja, das ist irgendwie wirklich ziemlich uncool. Bekommen wir jetzt hier immer noch Zufallskämpfe? So, wartet mal, ich muss mal eben kurz gucken. Auch wenn es natürlich sein kann, dass ich jetzt demnächst vielleicht so automatisch geheilt werde, möchte ich das jetzt hier sicherheitshalber noch einmal probieren. So, kann ich jetzt hier irgendwo hin? Kann ich hier vielleicht sogar noch irgendwas aufsammeln? Die Treppe hier... Nee, achso, ich dachte, da führt eine Treppe runter. Ich hatte gerade schon wieder irgendwie einen totalen Knick in der Optik, aber... Nee, da kann ich jetzt nicht weiter. Gut, sprechen wir mal mit Tifa. Goya, ich weiß nicht, wie ich sie stoppen kann. Versuch es! Okay, wow, wenn du das nicht kannst, wie soll ich das denn hinbekommen? Es ist keine normale Zeitbombe. Oh Gott, ey. Wow, ich hoffe, dass wir alle irgendwie lebend rauskommen. Du hast recht, du hast Probleme haben, sie zu entschärfen. Sobald ein blöder Idiot sie anfasst, explodiert sie. Bitte stoppe sie. Ja, nur ein Shinra-Leiter kann das Notfallplattenauslösesystem einstellen und entschärfen. Halt die Klappe! Oh ja, ich glaube, das hätte ich an seiner Stelle jetzt auch gemacht. Das würde ich nicht versuchen. Dabei könnte ich unseren Gast hier verletzen. Oh nein... Eris! Oh, ihr kennt euch? Wie schön, dass ihr euch noch ein letztes Mal sehen konntet. Ihr solltet euch bei mir bedanken. Was hast du mit Eris vor? Ich weiß noch nicht.
Unser Auftrag war es, den letzten Verbleibenden des alten Volkes zu finden und zu fangen. Es hat lang gedauert, aber jetzt kann ich endlich dem Präsidenten hiervon berichten. Tifa, keine Angst, sie ist in Ordnung. Sie ist in Ordnung? Ach so, Marlene. Oh Mann, ey, ich hab das kommen sehen. Ich hab das kommen sehen. Eris! Beeil dich und weg von hier! Na genau, jetzt sollte es anfangen. Meinst du entkommst rechtzeitig? Ich hoffe doch. Wow, ey, okay, ich habe gerade schon wieder Gewissensbisse ohne Ende. Weil ich mich einfach gerade frage, ob wir die Möglichkeit gehabt hätten, Eris irgendwie, wenn wir sie damals nach Hause geschickt hätten, ob wir das irgendwie hätten unterbinden können, dass sie jetzt hier entführt wird. Oh Mann, ey, das ist hier gerade schon wieder irgendwie total aufwühlend und verstörend gleichzeitig. Was machst du da, Barrett? Du wirst ja jetzt nicht runterspringen, oder? Doch, wir können dieses Drahtseil benutzen, um rauszukommen. Okay, komme ich da jetzt auch irgendwie hoch? Ja. Ich hoffe, dass das sicher ist. Ah, ist das putzig, wie er sich da irgendwie auf Barretts Schulter setzt. Oh Mann, ey, das sieht aber echt riskant aus. Aber das schien echt die einzige Möglichkeit zu sein. Oh weh, ey. Hoffentlich geht's Jesse, Wiggs und Wedge halbwegs gut. Oh, Backe, ey, ich sehe die ganzen Leute schon wieder. Oh Gott, ey, das fällt jetzt aber nicht alles auf die Slums, oder? Oh Mann, ey, das ist jetzt gerade irgendwie... Irgendwie gehen gerade 1000 Gedanken gleichzeitig durch meinen Kopf. Aber mein allererster Gedanke, auch wenn das jetzt nicht so auf das Gemeinwohl abzielt, ist natürlich, dass es unseren Leuten irgendwie halbwegs gut geht. Das ist der Shinra-Präsident, oder? Ich glaube, den wiedererkannt zu haben, weil er hatte auch die letzten Male immer so einen rötlichen Anzug an. Oh Mann, ey, Leute, macht keinen Scheiß. Oh nein, das ist doch der Spielplatz, wo ich zuletzt mit Eris gesprochen habe, oder? Okay, aber Tifa steht immerhin auf, Barrett bewegt sich auch. Also wir scheinen das recht unbeschadet überstanden zu haben, wie mir scheint. Immerhin, das ist doch schon mal ein kleiner Lichtblick, will ich meinen. Und wir sind auch nicht wirklich weit vom Wall Market entfernt, wie mir gerade einfällt. Ich hoffe, dass der nicht zerstört ist, aber so wie das hier aussieht, naja. Nein! Marlene! Das ist automatisch weggegangen. Ich habe das nicht weggedrückt, Leute, sorry. Biggs! Witch! Jesse! Verdammt! Verflucht! Zur Hölle damit! Was zum Henker soll das? Arr! Hey, Barrett. Barrett! Hey. Barrett, hör auf. Hör bitte auf, Barrett. Boah, ey, das geht mir gerade ganz schön auf die Stimmbänder. Entschuldigt bitte. Wow, ich kann ihn echt verstehen, ey. Das wird, glaube ich, kein einfaches Unterfangen, ihn jetzt zu beruhigen. Gott verdammt! Vielleicht haben die es ja überstanden. Marlene! Barrett. Marlene. Ich glaube, Marlene ist in Sicherheit. Wie? Direkt bevor sie sie mitnahm, sagte Eris, ich soll mir keine Sorgen um sie machen. Vermutlich meinte sie Marlene. Wirklich? Aber... Biggs, Witch, Jessie... Sie waren alle auf dem Pfeiler. Glaubst du, das weiß ich nicht? Wir haben alle gemeinsam gekämpft. Ich will sie einfach nicht für tot halten. Und die anderen Leute im Sektor 7. Das ist doch pervers. Die zerstören ein ganzes Dorf, nur um uns zu kriegen. So viele Menschen starben dabei. Willst du damit sagen, dass es deine Schuld war? Weil Avalanche hier war, unschuldige Menschen haben ihr Leben wegen uns verloren? Okay, da bin ich gerade beruhigt, dass er das verneint. Nein, Tifa! Tifa, das ist es nicht, natürlich nicht! Das sind nicht wir, das sind die verdammten Shinra! Es war nie jemand anderes als Shinra!
Sie sind schlecht und zerstören unseren Planeten, nur um ihre eigene Macht zu vergrößern und dabei reich zu werden. Wenn wir uns nicht von ihnen befreien, dann zerstören sie diesen Planeten. Unser Kampf ist erst zu Ende, wenn wir uns von ihnen befreit haben. Ich weiß nicht. Was weißt du nicht? Glaubst du mir nicht? Das ist es nicht. Ich bin mir selbst nicht sicher über meine Gefühle. Und was ist mit dir? Fein. Und wo will er hin? Oh, Eris. Ach ja, das Mädchen. Was ist los mit ihr? Ich weiß nicht so recht, aber ich habe Marlene bei ihr gelassen. Marlene! Tifa, jetzt gibt es keinen Weg zurück. Oh Gott, ey, meine Güte, ey, das ist gerade... Nein, und jetzt komme ich wirklich nicht zurück. Okay, Leute, oh, das regt mich gerade so auf. Also ich weiß, zum einen haben wir natürlich die Problematik, dass wir jetzt hier gerade echt miese Szenen uns angucken mussten und dass jetzt echt viele Fragen im Raum stehen und keiner wahrscheinlich gerade im Moment weiß, wo er wirklich mit sich selber hin soll. Ich frage mich gerade, warum Barrett und Tifa jetzt nicht bei uns sind. Wahrscheinlich, weil Cloud jetzt so eigenständig einfach abgehauen ist. So, wisst ihr, wo wir uns jetzt hinbewegen? Wir begeben uns jetzt wieder direkt zu Eris Haus zurück. Oh, Backe. Und das ist das, was ich eigentlich vorher sagen sollte, was ich so ein bisschen aufgeschoben habe. Ja, das war, weiß ich nicht, vor wie vielen Minuten habe ich euch schon angekündigt, dass ich zu Eris was sagen wollte. Nämlich habe ich mich vorhin schon gefragt, wie ihre Mutter darauf reagiert, wenn sie wüsste... Oder wenn sie uns jetzt nochmal über den Weg läuft. Und ja, das war mein Gedanke vorher. Und jetzt, wo wir wissen, dass sie entführt wurde, wow, okay. Das ist gerade ganz schön hardcore, den hier alleine zu bezwingen. Holla, die Waldfee. Das könnte hier noch echt ungemütlich werden. Ich hoffe, dass er jetzt endlich mal weg ist. Nee, oh Gott. Okay, werden wir jetzt vielleicht unseren Selbstmordtropfen... Ich glaube, wir sind weg, oder? Wow, nee, okay. Bei Selbstmord oder Selbstzerstörung generell habe ich immer irgendwie die Befürchtung, dass die mich so mit einem Schlag umnieten. Ja, das ist hier gerade echt ein bisschen knifflig, ne? Also mal abgesehen davon, dass wir jetzt eigentlich auch ganz andere Probleme haben, so auf Story-Ebene, sage ich mal. Aber die Kämpfe jetzt hier alleine zu bestreiten, das wird definitiv kein Spaziergang. Zumal wir jetzt nach dem letzten Kampf auch keine Möglichkeit hatten, das Ganze irgendwie abzuspeichern. Aber wir sind Tatsache jetzt alleine unterwegs. So, ich muss mal eben kurz gucken. Hier hatten wir ja soweit nichts Neues, ne? Ein Accessoire haben wir immer noch nicht. Ja, ich würde mal sagen, ich werde Cloud jetzt mal die Möglichkeit geben. Ich nehme ihm mal die alle Materia weg und gebe ihm mal jetzt die Genesung, damit er dann gegebenenfalls auch die Möglichkeit hat, sich halbwegs effizient während des Kampfes dann zu heilen. Goya! Oh Gott sei Dank seid ihr da. Ich dachte mir echt schon, dass der Weg jetzt ja alleine bestritten werden muss. Bring mich zu Marlene! Wirst du Eris helfen? Ja, aber zuerst möchte ich etwas wissen. Was denn? Und zwar über das alte Volk. In meinen Adern fließt das Blut des alten Volkes. Ich bin einer der rechtmäßigen Erben dieses Planeten. Sephiroth. Ist mit dir alles in Ordnung? Reiß dich zusammen, Mann! Okay, ich glaube, man spricht den Sephiroth aus. Ich glaube, dazu hatte ich auch mal einen Hinweis in den Kommentaren gelesen. Bin mir aber nicht mehr sicher, ob das jetzt ein langes oder ein kurzes O war. Das habe ich mir jetzt leider auch nicht mehr notiert. Aber gut, dann hätte ich jetzt eigentlich bei der alten Materia-Anordnung auch erstmal bleiben können. Tja, ausgerechnet jetzt habe ich natürlich keinen Allerangriff. Das ist natürlich gerade nicht so cool. Aber da müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt hier so über die Runden... kriegen. Ich weiß auch gar nicht mehr, gegen was sie empfindlich waren, beziehungsweise ob die auch überhaupt gegen irgendwas empfindlich gewesen sind. Und ja, also ich bin jetzt gerade irgendwie total geflasht und total verwirrt und es fällt mir gerade irgendwie ehrlich gesagt ziemlich schwer, hier das überhaupt noch ordentlich zu kommentieren, weil
Es sind gerade so viele Fragen gleichzeitig und da kam gerade, als wir in der Nähe vom Wallmarket waren, schon wieder mein Ärger darüber ins Spiel, dass ich das mit dem Apothekengutschein so vermasselt habe und ja, und so wie es aussieht, werden wir wahrscheinlich nach dem Zusammenfall des Turms nicht mehr die Möglichkeit bekommen, diese einzelnen Bereiche, die wir kürzlich erst besucht haben, nochmal aufzusuchen. Und ja, da bin ich jetzt echt gespannt, wie das weitergeht. Und guck mal, die haben jetzt alle ihre Materia verloren. Das heißt, warte mal, dann können wir das ja anders machen. Dann bekommt er jetzt hier mal die alle Materia spendiert. Mit Hitze und Kälte. Also Barrett ist jetzt so der Hitze-Kälte-Typ, wenn man so möchte. Ach, Gewitter hat sie aber, glaube ich, schon, oder? Nee, hat sie noch nicht. Okay, na dann passt das. Ja, dann hat wieder jetzt... dann hat jetzt wieder so rum jeder seine... seine eigene Materia. Ich will mal kurz gucken. Oder jeder eine andere Materia, so rum. Also, dass sich das halt nirgendwo doppelt. Und ja, die Ausrüstungsgegenstände, die sind jetzt immer noch gleich geblieben. Hä, wie kam ich denn jetzt hier nochmal hoch? Hä, bin ich gerade doof? Ja, ich bin... Ach so, hä? Okay, ich bin gerade irgendwie schon wieder maximal... Ach so, hier kommt... Okay, alles klar. Gut, damit hat sich diese Frage auch geklärt. Und ja, aber ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Marlene jetzt irgendwie wirklich gestorben ist. Denn ich traue jetzt Eres Worten einfach über den Weg. Und wenn sie uns versichert, dass Marlene in Sicherheit ist, dann denke ich mal, dass wir sie auch beim Wort nehmen können und uns hier nicht weiter sorgen müssen. Ne? Und ich habe insgeheim natürlich auch immer noch die Hoffnung, dass unsere Avalanche-Mitglieder, unsere Avalanche-Freunde, dass sie das auch heil überstanden haben, ist natürlich irgendwo sehr unwahrscheinlich, gerade bei Biggs und Jessie habe ich da so meine Bedenken. Aber Wedge ist zumindest, ich sag mal, schon von diesem Turm runter gewesen und war noch bei Bewusstsein, als wir ihn zuletzt gesehen haben. Und zumindest bei ihm hoffe ich mir natürlich, dass das alles so klappt. Ja, okay, mit dieser Einblendung hier von den Pfeilen hätte ich mir das wie angekündigt oder wie von euch auch mit auf den Weg bekommen, hätte ich mir das im Vorfeld schon vereinfachen können. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Leute jetzt hier auch wieder was anderes sagen werden nach den jüngsten Ereignissen. Ich teste das mal eben kurz aus. Trotz des Lärms hast du weitergemacht, als sei nichts. Du musst wirklich viel durchgemacht haben, um so abzustumpfen. Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Also ich kenne nicht ganz den ganzen Background von Clouds Biografie und Lebenslauf und überhaupt, aber ich würde mal sagen, der hat schon recht damit. Hätte nicht gedacht, dass es einstürzen würde. Vielleicht sollte ich in Zukunft lieber nach oben gucken. Ach so, ja, das ist die Trolla gewesen, die mir so Angst gemacht hat beim letzten Mal, wo ich mir dann irgendwie, wo ich dann so ein bisschen an ihrem Geisteszustand zweifeln musste. Gucken wir mal, was der Typ hier macht. Vielleicht geht es ihm inzwischen besser. Nee, okay, der ist hier immer noch am Stöhnen, dem scheint das immer noch nicht wirklich gut zu gehen, aber vielleicht kommt das irgendwann noch. Schnief, Schniff, erst hörte ich ein Poltern, dann ein Krachen und dann Wumm. Ich hatte solche Angst. Ja, ist das nicht der kleine Junge, der da noch beim letzten Mal hier im Haus lag, dem wir die 5 Gil hätten wegnehmen können? Bin mir gerade nicht sicher, auf jeden Fall sah der dem sehr ähnlich. Da glaubst du, du kannst dir endlich am Boden von Midgard deinen Lebensunterhalt zusammenkratzen und plötzlich kommt so ein Riesenteil runter. Was nun? Ja, das stimmt, aber trotzdem, wo könnten wir hin? Tja, ich weiß auch nicht. Momentan müssen wir uns selber erstmal mit der neuen Situation arrangieren. Achso, ich dachte, wenn ich den anquatsche, kommt vielleicht was anderes, aber der Dialog ist der gleiche. So, hier ist doch gerade jemand vorbeigelaufen, oder? Ich glaube, das war nicht sie. Oder doch? Nee, da habe ich mir das gerade irgendwie eingebildet. So, hier war beim letzten Mal schon nichts gewesen. Ich gucke mal eben, ob wir hier vielleicht neuen Kram einkaufen können. Man weiß ja immer nicht. Man weiß nie, was alles passieren kann. Die Welt da draußen ist ein Irrenhaus. Da braucht man eine Waffe, auf die man sich verlassen kann. Habe ich recht? Ja, würde ich mal so sagen, auch wenn mir das schon wieder so ganz komisch nach Verkaufsslogan und Marketingstrategie klang. Okay, warum haben wir denn diesen Titanreif noch nicht für Barrett? Wartet mal, ich will mal eben ganz kurz gucken, denn mir war eigentlich so, als ob ich damals mehrere davon gekauft hätte und als ob das auch jeder irgendwie schon ausgerüstet hätte. Ach nee, wir haben ja schon das bessere Armband hier für ihn. Wartet mal.
Warum hat er jetzt hier nichts? Ach so, nee, okay, wir haben keine Materia mehr offen. Demnach kann ich ihm auch nichts geben. Ich will mal kurz... wartet mal. Ich wollte eigentlich jetzt nochmal mit dem Ladenbesitzer sprechen. Und mich einfach nochmal rückversichern. Also ich glaube, dass das, was er jetzt hat, ja, ist definitiv besser. Genau, dann brauchen wir jetzt hier auch nichts einzukaufen. Der Typ, der hier pennt, pennt wahrscheinlich immer noch. Draußen ist es aber laut, was da wohl ist. Ja, okay, hat schon wieder alles verpennt, aber der wird das mit Sicherheit aus den Nachrichten erfahren. Und wenn ich jetzt Nachrichten sage, dann muss ich gleich wieder an den Typen denken, den wir jetzt gleich nochmal besuchen werden mit der Riesenglotze bei sich zu Hause. Ja, genau, nämlich der hier. Guckt euch mal bitte an, wie groß dieses Haus hier ist. Das sieht von außen irgendwie aus wie so ein kleines Dixie-Klo. Ja, das ist so vom Größenverhältnis, erwarte ich mir jedes Mal was anderes, wenn ich hier reingehe. Was soll der ganze Blödsinn? Mir ist es Schnurz, ob sich die Avalanche Avantgarde oder sonst wie nennen. Jeder, der die Platten auf uns stürzen lassen will, ist einfach nicht ganz dicht. Ja, da stimme ich irgendwie mit dir überein. Ich glaube, ich habe da gerade irgendwie beim Vorlesen einen kleinen Fehler mit eingebaut, aber den kriege ich jetzt nicht mehr korrigiert. Soeben erhalten wir folgende Meldung. Heute ereignete sich der schwerste Unfall seit Bestehen der Hauptstadt. Dank der schnellen Reaktion der Verantwortlichen gab es unter der Zivilbevölkerung keine Opfer. Die Ursache des Unfalls ist bislang ungeklärt. Beobachter gehen jedoch davon aus, dass ein Zusammenhang mit den terroristischen Aktivitäten der Gruppe Avalanche besteht. Okay, ich hätte hier die Nachrichten direkt auch abrufen können. Das ist mir beim ersten Mal gar nicht aufgefallen. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob ich das da überhaupt ausprobiert habe. So, Turtles Paradise. Genau, das hatten wir uns beim letzten Mal schon angeguckt. Nee, und der Junge ist ein anderer gewesen, weil... aber guckt euch mal den hier bitte an und überlegt mal, wie der da draußen aussah, den ich da vorhin angequatscht habe. Die sehen sich echt verdammt ähnlich, muss ich sagen. Hey, ich habe mir was von dem Geld gekauft, das ich mir die ganze Zeit über zusammengespart habe. Wenn ich älter bin, werde ich ein ganz großes Tier in Walmart. Davon träume ich. Weil ich mich heute so gut fühle, gebe ich dir das hier. Turbo-Ether, wow, vielen Dank, kleiner Mann. Das ist ja cool. Ich weiß zwar nicht, was Turbo-Ether ist, aber allein die Tatsache, dass da ein Ether mit drin steckt, freut mich natürlich schon. So, wo haben wir denn unser Turbo-Etherchen hier? Stellt MP her. Ja, wow, was für eine Beschreibung. Sag mal, ist die nicht vielleicht sogar identisch mit der hier? Nee, stellt 100 MP her. Ja, und warum bekommen wir hier nicht mal eine Info darüber, wie viel... Das ist doch mal irgendwie sehr unschön gelöst, wie ich finde. Okay, diesmal ist alles leer. Wow, da freue ich mich, dass er sich jetzt was Schönes davon kaufen kann. Ja, aber Kinder bestehlen ist ja auch irgendwie nicht so die feine englische Art, ne? Also generell stehlen nicht, aber bei Kindern ist das dann natürlich nochmal doppelt moralisch verwerflich. So, ich gehe mal davon aus... Oh, ich drücke immer die falsche Taste, weil ich immer irgendwie in das Kaufmenü rein möchte. Blinzel, richtig, wir handeln hier nur gegen Geld, keine Ausnahmen. Blinzel, ja, das kann ich gar nicht vertonen. Wie will man denn ein Blinzeln vertonen? Deswegen muss ich gerade mal eben so innehalten. So, ich kaufe jetzt hier mal, einfach weil wir jetzt ein bisschen Geld über haben, noch ein zweites Zelt. Wer weiß, wann wir das irgendwann mal gebrauchen können. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wenn wir Midgar verlassen werden, dass wir dann so eine Art Weltkarte haben werden. Denn uns wurde das Zelt ja irgendwann mal so vorgestellt, dass wir das auf der Weltkarte anwenden können. Hoppla! Denk bloß nicht, dass du einfach zu mir kommen und meinen Kühlschrank leer futtern kannst. Hat dir deine Mutter keine Manieren beigebracht? Ach so? Der reagiert darauf, weil ich jetzt hier an den Kühlschrank rantrete. Ist mir auch noch nicht aufgefallen. An einem Ort wie diesem bräuchte man mehrere Leben. Und es wäre immer noch nicht genug. Wie wär's mit etwas Materia? Ich muss was verdienen, um von hier wegzukommen. Ja, würde ich auch nicht nein zu sagen, auch wenn wir das hier alles schon haben. Und ich demnach hier keine Notwendigkeit sehe, noch eine einzukaufen. Wobei... Ach, ich kaufe, glaube ich, einmal noch... Oh, aber die Genesung ist so teuer. Ich kaufe die trotzdem noch einmal ein und wisst ihr warum? Weil wir jetzt hier einen freien Slot noch haben, nämlich bei Barrett. Ich glaube, bei den anderen sind die nämlich alle voll. Genau, Barrett hat noch einen freien Slot und... Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann hattet ihr mir ja auch empfohlen, möglichst alle Slots immer zu belegen, damit man auch möglichst viel dann mitlevelt an Materia und keinen Kampf sozusagen umsonst ablaufen lässt. So, damit sind wir jetzt hier überall gewesen und jetzt
Wow, das wird jetzt echt hart werden. Ich wünsche mir fast, dass die Mutter jetzt nicht zu Hause ist von Eris. Ich guck mal eben kurz, ob wir hier irgendwas Neues haben. Nö, keine Ahnung, ob das überhaupt lohnenswert ist, da immer mal wieder nachzuschauen. Aber nein, ich laufe immer in diesen Speicherpunkt rein und dann kommt immer diese blöde Hinweismeldung. Oh, Backe. Das wird jetzt sehr uncool werden. Goya, oder? Es geht um Eris, oder? Sorry, Shinra hat sie. Ich weiß, sie haben sie von hier genommen. Sie waren hier? Das wollte Eris so. Was will Shinra von Eris? Eris ist vom alten Volk, die einzig Überlebende des alten Volkes. Was hast du gesagt? Aber bist du nicht ihre Mutter? Nicht ihre wirkliche Mutter. Oh, es ist bestimmt schon 15 Jahre her. Im Krieg, mein Mann wurde an die Front geschickt, weit weg, an einen Ort namens Utai. Eines Tages ging ich zum Bahnhof. Ich hatte einen Brief bekommen. Er sollte im Urlaub nach Hause kommen. Guck mal, das sind Jesse und Biggs. Also glaube ich zumindest. Und das da unten ist jetzt Elmira, nehme ich mal an. Also die Mama von Eris. Okay, wer ist die Frau? Ich weiß gar nicht, ob wir die kennen. Schon kennen. Die rothaarige jetzt, meine ich. Achso, die sind wahrscheinlich beide unbekannt, nehme ich mal an. Ah, da hat sie den etwas schwereren Zeitgenossen einfach mal eben so angehoben. So, okay. Ich weiß nicht, ob jetzt hier nur Dialoge folgen oder ob wir das einfach nur visualisiert bekommen. Och, okay. Mein Mann kam nie wieder. Vielleicht ist ihm etwas zugestoßen. Nein, ich bin sicher, dass sie nur seinen Urlaub gestrichen haben. Ich bin jeden Tag zum Bahnhof. Dann eines Tages. Okay, Mann, wer ist wer? Also die Frau, die da jetzt hingerannt ist, ist jetzt die Mutter von Eris. Die Frau jetzt hier im rosafarbenen Kleid, das würde ich jetzt mal sagen, ist Eris. Und wer ist das kleine Mädchen dort? Wissen wir das schon? Also bewegen kann ich mich nicht. Aber irgendwas scheint mit Eris nicht zu stimmen. Also wenn sie das jetzt sein sollte. Während des Krieges erlebte man sowas oft. Bring Eris in Sicherheit, das waren ihre letzten Worte. Mein Mann blieb fort, wir hatten keine Kinder, wahrscheinlich war ich einsam, darum beschloss ich, sie mit nach Hause zu nehmen. Eris und ich lernten uns sehr schnell gut kennen. Das Kind redete sehr gern, sie sprach über alles mit mir. Och Gottchen, da ist sie ja, die Kleine. Sie sagte, sie wäre irgendwo aus einem Forschungslabor entflohen und ihre Mutter sei schon zum Planeten zurückgekehrt, damit sie nicht allein ist und viel mehr. Da war doch das kleine Mädchen Eris gewesen und nicht die im rosanen Kleid. Habe ich das gerade durcheinander gebracht? Zum Planeten zurückgekehrt! Ich wusste nicht, was sie meinte. Ich fragte, ob sie einen Stern im Himmel bedeutete. Aber sie sagte, es sei dieser Planet. Sie war in vieler Hinsicht ein geheimnisvolles Mädchen. Mama. Bitte weine nicht. Auf einmal sagte Eris das, als ich sie fragte, ob etwas passiert sei. Jemand, der dir nahesteht, ist gerade gestorben. Seine Seele kam zu dir, aber er ist schon zum Planeten zurückgegangen. Damals glaubte ich ihr nicht. Aber einige Tage später erhielten wir eine Benachrichtigung, dass mein Mann gestorben war. Und so ist das geschehen. Es ist viel passiert, aber wir waren glücklich, bis eines Tages... Wir wollen, dass sie uns Eris zurückgeben. Wir suchen schon seit langem nach ihr. Nein, niemals! Eris, du bist ein ganz besonderes Kind von ganz besonderer Abstammung. Deine wirkliche Mutter war vom alten Volk.
Natürlich hörte ich es, dass sie vom alten Volk war. Das alte Volk wird uns in ein Land der Glückseligkeit führen. Eris wird all den Leuten in den Slums zum Glück verhelfen. Deshalb will Shinra Eris Hilfe. Es stimmt nicht, ich bin nicht vom alten Volk, ich bin nicht vom alten Volk. Aber Eris, du hörst doch bestimmt manchmal Stimmen. Bist, wenn du ganz alleine bist, wenn... Ja, okay, sehr gutes Deutsch wieder mal. Nein, ich höre keine. Okay. Aber ich wusste es, ich wusste von ihren geheimnisvollen Kräften. Sie bemühte sich so sehr, sie zu verheimlichen, deshalb tat ich so, als hätte ich nie etwas bemerkt. Es ist erstaunlich, wie sie all die Jahre Shinra meiden konnte. Shinra braucht sie, sie werden ihr wohl nichts antun. Aber warum gerade jetzt? Sie brauchen ein kleines Mädchen mit hierher. Sie brachte ein kleines Mädchen mit hierher, so rum. Auf dem Weg hierher fand Tseng sie. Sie konnte wohl nicht schnell genug entkommen. Sie beschloss, zu Shinra zu gehen, damit das kleine Mädchen sicher war. Das muss Marlene sein. Marlene! Eris wurde wegen Marlene gefangen! Es tut mir leid, Marlene ist meine Tochter. Es tut mir wirklich leid. Du bist ihr Vater? Wie konntest du nur jemals ein Kind so allein lassen? Bitte fang nicht damit an. Ich denke die ganze Zeit darüber nach, was mit Marlene geschieht, wenn... Aber du musst eins verstehen. Ich weiß auch keinen Rat. Ich will bei Marlene sein, aber ich muss kämpfen. Weil sonst der Planet stirbt. Deshalb kämpfe ich weiter. Aber ich mache mir Sorgen um Marlene. Sie will immer bei ihr sein. Ich will immer bei ihr sein. So rum. Siehst du, es dreht sich im Kreis. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Sie schläft oben. Geh doch zu ihr. Was? Okay, das ist echt... Das ist echt der absolute Wahnsinn. Wow, er jagt echt eine Erkenntnis, die nächste. Ich bin gerade, also das, diese ganzen Vorleseschwierigkeiten, die ich ja habe, die sind wirklich dadurch bedingt, dass ich ja parallel dazu die Handlung jetzt auch zum ersten Mal aufgreife und hier gerade so einen Wow-Effekt nach dem anderen durchlebe. Es ist meine Schuld, ich habe Eris darin verwickelt. Sag sowas nicht, Eris glaubt das nicht. Ich bin so deprimiert. Wow, ey, Leute. Wie soll ich das jetzt... Wir brauchen jetzt echt irgendwie einen Seelenklempner, der uns allen weiterhilft, weil jeder hier gerade so sein eigenes Päckchen zu tragen hat. Das ist echt, echt gerade sehr unschön. Und ja, gehen wir mal nach oben. Und hoffentlich mit ein paar schöneren Szenen im Gepäck. Oh, Gott sei Dank. Immerhin haben die beiden sich wieder so ein klitzekleiner Lichtblick. Ich könnte mich hier ausruhen. Ich würde mal sagen, wir schlafen erstmal nicht. Hä? Hey, hallo, ich wollte jetzt nochmal eben kurz zu Barrett und Marlene rübergehen. Was passiert denn jetzt? Ich habe doch nicht schlafen genommen. Hä, irgendwie kapiere ich das gerade nicht. Wir sind aber komplett regeneriert, aber... Sind die da noch? Ja, okay, immerhin. Ich bin so froh. Ich bin so froh, dass du okay bist. Papa, weine nicht. Deine Stoppeln tun mir weh. Och Gott, wie rührend. Okay, immerhin hat das nochmal geklappt. Wow, ich bin echt froh, dass Barrett sich jetzt hier auch mal ein bisschen so von der anderen Seite zeigt. Goya! Du hilfst Eris, nicht wahr? Sie hat so viel für mich getan. Wenn du gegen Shinra kämpfst, kann ich nicht einfach hier bleiben. Ich komme auch mit. Weißt du was? Eris hat mir ganz viele Fragen gestellt. Zum Beispiel, was für ein Typ Goya ist. Ich wette, sie mag dich, Goya. Ich hoffe es. Ich sag Tifa nichts.
Ach Leute, ey, also nach Frauengeschichten steht mir der Sinn gerade überhaupt gar nicht. Also das ist gerade echt das geringste Problem, was ich im Moment habe. Aber schön, dass die Kleine so vertrauenswürdig ist und uns ja auch ein bisschen mit sehr interessanten Infos versorgt. Aber meine erste Hauptintention ist jetzt momentan definitiv, Iris wiederzufinden und hoffentlich unbeschadet und unbehelligt und überhaupt. So, okay, alles klar. Ich würde mal sagen... Ach so, du wirst Iris suchen, oder? Ja. Ich geh mit. Wir gehen direkt ins Shinra-Hauptquartier. Mach dich auf das Schlimmste gefasst. Ich weiß. Momentan habe ich das Gefühl, ich müsste bis an meine Grenzen gehen. Wenn ich hier bleibe, würde ich wahnsinnig werden. So, ich glaube, Barrett kommt jetzt die Treppe runter. Gestimmt, ja. Sorry, kannst du noch ein bisschen länger auf Marlene aufpassen? Klar, das macht mir nichts aus. Hier ist es jetzt gefährlich. Du solltest besser woanders hingehen. Du hast recht, aber versprich mir, dass du wieder zu ihr zurückkommst. Lass dich bloß von niemandem umbringen. Ja, das will ich ja auch meinen. Also Barrett hat jetzt nicht nur die Verpflichtung für sich selber auf sein eigenes, auf seine eigene Unversehrtheit zu achten, sondern gerade jetzt auch für Marlene. Wie kommen wir zum Shinra-Gebäude? Es gibt keinen Zug mehr, der darauf fährt. Lass uns doch einfach zum Walmart gehen. Vielleicht finden wir ja dort etwas. Das halte ich allerdings für eine sehr, 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 sehr gute Idee, denn damit erhöht sich natürlich meine Hoffnung, dass ich vielleicht die eine oder andere verkorkste Sache nochmal nachholen oder aufholen kann und das ein bisschen wieder gerade biegen kann. Auch wenn ich mich jetzt versuche, innerlich natürlich darauf einzustellen, dass das nichts wird, weil der Walmart bestimmt auch nicht mehr so aussehen wird, wie wir ihn beim letzten Mal angetroffen haben. Aber wer weiß, vielleicht ist diese Gutschein Möglichkeit, diese Einlösemöglichkeit immer noch gegeben und vielleicht ist das alles halb so wild. Das werden wir allerdings erst im nächsten Part in Erfahrung bringen, mit aller großer Wahrscheinlichkeit. Ich danke, dass ihr dieser sehr ereignisreichen Folge wieder mit beigewohnt habt und hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut, bis dann, ciao!